Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, dass auch ich mich freue, aber ich tue das und ich freue mich, dass ich sozusagen außer der Familie viele bekannte und liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde hier im Publikum sitzen sehe. Ich freue mich auf die Gespräche, ich freue mich auch auf den Austausch. Ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen, dass ich diesen positiven Grundton, der schon angeschlagen wurde, jetzt ein bisschen kaputt machen werde mit einem Vortrag, bei dem es um Krisen geht. In meinem Vortrag, Sie sehen, es gibt 5 Sektionen, wie in einer klassischen griechischen Tragödie. Unter dem ersten Punkt werde ich Ihnen also darlegen, warum ich ein Instagram-Konto eröffnet habe. Der zweite Punkt ist, was ist eigentlich eine Krise? Wir brauchen diese Begriffsbestimmung, um dann überlegen zu können, wie kann man auf Krisen angemessen reagieren? Wie machen das andere? Das ist das Stichwort agiles Management. Und dann, was können wir als Fach tun? Und das würde ich gerne an einem Beispiel illustrieren, und zwar anhand der aktuellen Krise. Und ich mache jetzt, was man eigentlich auch nicht macht bei einem Vortrag. Ich entschuldige mich schon mal dafür, dass das kein fachwissenschaftlicher Vortrag ist. Ich werde Sie also nicht mit Referenzen bombardieren, sondern einfach in aller Bescheidenheit ein paar mehr oder weniger vorläufige Überlegungen dazu anstellen, was wir tun können. Dann komme ich zu meinem ersten Punkt. Warum habe ich ein Instagram-Konto eröffnet? Das ist relativ schnell abgehandelt. Sie müssen nur einen Blick auf diese ganzen Schlagwörter, die ich mir mal so aus dem Internet gefischt habe, werfen. Ich habe mich vor einem guten halben Jahr selber dabei beobachtet, wie ich alle 5 Minuten auf mein Handy geguckt habe oder im Netz nach irgendwelchen Nachrichtenseiten gesucht habe, und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie nicht gesund für mich und ich brauche jetzt mal ein positives Gegengewicht, und bin dann auf Instagram gekommen und erfreue mich seither an kleinen lustigen Videos über putzige Tierchen. Ich habe gelernt, wie man Unterhosen faltet, und außerdem kann man auch ganz toll Kontakt zu Freunden halten. Aber, damit schließe ich diese kleine Instagram-Episode ab, die Grunddiagnose ist, ich habe mich nicht gut gefühlt, ich hatte das Gefühl, es gibt immer mehr Krisen, und das ist dann letztlich auch der Auslöser gewesen, warum ich gesagt habe, da würde ich gerne gemeinsam mit Ihnen drüber nachdenken, mit Ihnen übers ins Gespräch kommen bei dieser Tagung unter fachpolitischen Aspekten. Das bringt uns zu der Frage, was ist eine Krise? Und ich habe mal nach dem Begriff, nach dem Wort gegoogelt, und im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache geschaut, wie sich die Konjunktur dieses Begriffs über die Jahre entwickelt hat. Und ein überraschender Befund ist, das ist gar nicht so neu. Ja, also wir haben, diese Grafik zeigt die Vorkommenshäufigkeit des Wortes Krise in Pressetexten pro 100 Millionen Wörter. Deshalb ist es vergleichbar über die Jahre hinweg, und wir haben jetzt keine sonderlich großen Ausschläge. Also gerade zeigt die Kurve stark nach oben, aber auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war sie relativ hoch. So um 1975 war sie hoch, ich vermute, das war die Ölkrise. Dann so um 2008, 9, 10 ging sie hoch, das war wahrscheinlich die Lehman Brothers Krise. Es wäre sicher historisch interessant, hier Korrelationen herzustellen. Das wäre sicherlich auch leicht hinzubekommen. Aber eine Botschaft ist, Krisen sind keineswegs etwas, was wir aktuell haben und vorher nicht hatten. Irgendwie scheint es immer mehr oder weniger gegeben zu haben. Ich habe übrigens dann auch mal
eine Google-Suche gemacht nach dem Wort Krise und bin auf 134 Millionen Einträge gekommen. Ich habe die auch nicht alle gelesen, aber nur mal, um zu zeigen, dass Krise tatsächlich irgendetwas ist, was die Menschen stark beschäftigt, wenn man die Nutzung des Internets oder die Einträge im Internet da als Begriff, als Indikator nutzen kann. Was ist eine Krise? Dazu gibt es durchaus eine Menge Publikationen. Ich habe mich hier vor allem an soziologischen Publikationen orientiert und so eine erste Definition wäre, Krisen sind nicht intendierte Abweichungen von der Normalität. Also wir waren bisher gewöhnt, im Winter in schönen warmen Hörsälen zu sitzen, in der warmen Mensa zu speisen, am Wochenende ins Schwimmbad zu gehen, das auch gut beheizt war. Und irgendwann gab es eine nicht intendierte Abweichung von der Normalität. Also irgendwie gibt es nicht mehr so viel Gas und wir müssen plötzlich anfangen, darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt? Krisen werden oft auch als Wendepunkte bezeichnet. Das heißt, da kippt irgendwas um, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Aber in jedem Fall sind das sich zuspitzende Entscheidungsphasen mit prinzipiell offenem Ausgang. Ja, also bei einer Krise steht etwas auf dem Spiel. Das macht Krisen eigentlich auch so interessant und so spannend. Und deshalb interessieren wir uns, glaube ich, auch dafür, weil eben sozusagen das bestehende Geschäftsmodell in Frage gestellt wird. Wenn eine Krise gut ausgeht, ist alles gut. Wenn die Krise einen stabil schlechten Verlauf nimmt, sprechen wir übrigens von einer Katastrophe. Ein konstituierendes Merkmal von Krisen sind, dass sie sich der Steuerung und Kontrolle entziehen. Wir können höchstens sehr begrenzt darauf reagieren. Meistens können auch nicht einzelne Akteure darauf reagieren. Und das macht Krisen einfach sehr komplex und schwer überschaubar. Weiterhin wichtig finde ich auch den Aspekt, dass Krisen Fehlentwicklungen offenbaren, sodass bisherige Routinen und Regeln, gewohnte Handlungsformen, Denkweisen, Strukturmuster und Ordnungssysteme zur Disposition stehen. Ja, also zum Beispiel, um bei unserer aktuellen Gaskrise zu bleiben, unsere Denkweisen, dass wir uns auf stabile Energiepartnerschaften verlassen können, werden gerade in Frage gestellt. Gewohnte Handlungsformen, also ob man jeden Tag schön warm duschen kann, werden in Frage gestellt. Es wird in Frage gestellt, ob wir noch ganz schnell auf der Autobahn fahren dürfen und so weiter und so weiter. Aber der Punkt hier, die Krise stellt das bestehende Geschäftsmodell, die bestehende Organisationsform in Frage. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich nicht gut an. Ja, das merken wir alle, das habe ich auch gemerkt, Stichwort Instagram. Krisen haben oft eine dramatische Dynamik, eben weil die Funktionsfähigkeit des Ganzen, gesellschaftlicher Einheiten, der Gesellschaft selber, der westlichen Wertegemeinschaft in Frage gestellt wird. Es wird eine Existenzfrage gestellt. Es ist immer unklar, wie man aus dieser Krise rauskommt. Und das schafft, was man in der Psychologie als kognitive Dissonanz bezeichnet. Man kann Dinge nicht wirklich einordnen. Man wird unsicher, eben weil man sich auf bestimmte Dinge, auf die man sich bisher verlassen konnte, nicht verlassen kann. Der italienische Kommunist Gramsci hat das etwas poetisch gesagt. Krisen sind sozusagen ein Interregnum, so ein Zwischenbereich, in denen das Alte stirbt und das Neue noch nicht wirklich da ist. Und das macht eben Krisen so schwer auszuhalten und erfordert eben Maßnahmen, um als Individuum und als Gesellschaft damit umgehen zu können. Das hört sich jetzt alles irgendwie nicht so erfreulich an. Ich hatte Ihnen ja versprochen, ich wollte die Stimmung auf den Nullpunkt bringen. Aber Krisen haben eben auch ein transformatorisches und emanzipatorisches Potenzial. Sprich,
indem man eben Lösungen findet für Krisen und sozusagen den Weg nach oben findet, indem man die Gesellschaft oder Struktureinheiten weiterentwickelt, kann man eben zu neuer Stabilität gelangen, kann man mehr, ich sage jetzt einfach mal, Erfolg haben, kann man Positives erreichen. Sie erinnern sich sicherlich an die Griechenland-Krise, an die Währungskrise, im Zuge dessen viel getan wurde, um auf europäischer Ebene die Finanzmärkte zu stabilisieren. Ich bin zwar kein Wirtschaftswissenschaftler, aber anscheinend hat es mehr oder weniger gut geklappt und wir leben heute da in einer etwas sichereren Welt. Übrigens gibt es auch ein sehr interessantes Buch, eine Weltgeschichte von Harari, der einfach mal nachgezeichnet hat, wie sich die Sicherheit weltweit entwickelt hat. Und eigentlich haben wir, das war allerdings vor der aktuellen Ukraine-Krise, noch nie so sicher gelebt wie jetzt. Also von daher wäre so eine rein pessimistische Betrachtungsweise sicherlich nicht angebracht. Aber diese Sicherheit, die erreicht wurde, kommt zweifellos dadurch zustande, dass eben im Zuge von Krisen Wege gefunden wurden, weiterzukommen. So, wer beschäftigt sich mit Krisen? Irgendwie gehen sie uns alle an, sie betreffen uns alle, sie machen uns alle betroffen, aber es gibt auch eine wissenschaftliche Disziplin, die den Tag über quasi nichts anderes macht, als sich damit zu beschäftigen, und das ist die Soziologie. Auguste Comte, der französische Philosoph und auch Namensgeber der modernen Soziologie, hat diese ganz explizit als Krisenwissenschaft definiert, und diese Krisen sind tatsächlich ein zentrales Forschungsfeld der Soziologie, weil sie sich eben mit dysfunktionalen Gesellschaften oder Subsystemen der Gesellschaft, Pathologien beschäftigt. Da gibt es viele große Namensgeber wie Marx, Engels, Stichwort die Krise des Kapitals, in die gleiche Argumentationslinie lassen sich auch Max Weber und Jürgen Habermas einordnen, oder Emil Durkheim hat Parameter der modernen Gesellschaft mit der Neigung zum Selbstmord in Verbindung gebracht, also auch hier krisenhafte Momente identifiziert. Interessant scheint mir hier in der Soziologie, dass die Krise nicht als Ausnahmesituation gesehen wird, sondern als Conditio humana, also als quasi integraler, immanenter Bestandteil dessen, was uns als Menschen ausmacht. Also Paul Ricoeur ist jetzt eher ein Philosoph als ein Soziologe, aber ich glaube, das hilft uns, wenn wir über Krisen nachdenken, wenn wir denken, die gehören zu uns und wir brauchen sie, um eben weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln. Ähnlich hat es auch der Soziologe Niklas Luhmann, übrigens auch ein Bielefelder Kollege, wo wir von der Verwandtschaft gesprochen haben, also gesprochen, der gesagt hat, bei den Krisen, das ist eigentlich, das sind gar nicht so die Krisen, sondern wenn wir darüber reden, sondern das ist die Gesellschaft selber. Ja, das sind Selbstvergewisserungsmechanismen, mit denen sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Ich würde an dieser Stelle mal einen Punkt machen und von dieser theoretisch abstrakten Betrachtung von Krisen weitergehen zu der Frage, was kann man denn dagegen tun, wie kann man denn gut und richtig damit umgehen. Und da habe ich im agilen Management einen Ansatz aus den Wirtschaftswissenschaften gefunden. Und Sie brauchen keine Angst haben, ich möchte Sie nicht bekehren. Bitte nur ein bisschen um Verzeihung, wenn ich jetzt ein bisschen den Wirtschaftssprech übernehme. Aber ich glaube, es gibt da ein paar interessante Ansätze und ich würde gerne mal probieren, ob wir die für unser Fach nutzen können. Die agile Organisation geht von der Annahme aus, dass wir in einer VUCA-Welt leben. Und diese VUCA-Welt beschreibt eigentlich ziemlich genau das, was ich vorhin mit der Krisenhaftigkeit von Gesellschaften und Organisationen beschrieben habe. VUCA, das V steht für Volatility, das heißt, moderne Gesellschaften sind volatil, alles ist in ständiger
Bewegung und Dynamik. Was gestern richtig war, muss es heute nicht sein. Die Firma, die es gestern gab, also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass eine Firma wie Lehman Brothers irgendwann mal nicht mehr sein könnte, aber sowas passiert halt und wir hätten auch nicht gedacht, dass irgendwann Russland mal in die Ukraine einmarschieren würde, aber es ist eben passiert. Also Volatilität, alles ist ständig im Fluss. Das zweite U, Uncertainty, ist eine direkte Folge von dieser Volatilität, von der Veränderung. Dinge verändern sich und man weiß nie genau, wohin. Ich denke, Sie kennen das auch alle aus der Corona-Epidemie. Also an meiner Hochschule, der Universität Leipzig, haben wir irgendwie jede Woche neue Hygienevorschriften und Sicherheitsauflagen und Anweisungen zur Durchführung der Lehre bekommen. Das ist dieses Spannungsfeld zwischen Volatilität, also neue Entwicklungen, die dann Unsicherheit hervorbringen. Das dritte Element ist Complexity. Diese moderne Welt, wie auch Krisen generell, sind hochgradig komplex. Es gibt viele Akteure, es gibt viele Organisationen, es gibt chaotische Problemzusammenhänge. Wenn man irgendwie an einem Faden zieht und den Teppich hochhebt, kommen ganz viele Leichen aus dem Keller noch gleichzeitig mit hervor. Das meint Komplexität, aber erfordert auch, dass man natürlich Komplexität irgendwie managt, dass man auf Komplexität reagieren kann. Und das A aus der VUCA-Welt ist Ambiguity, dass Dinge uneindeutig sind. Das hängt auch stark mit dieser Ambiguity zusammen. Die Herausforderung für Betriebe, für Firmen, aber natürlich auch für Individuen und Organisationen, Universitäten, Behörden, Ministerien, Schulaufsichtsbehörden, die müssen mit dieser VUCA-Welt zurechtkommen und zwar nicht erst seit Corona. Und die große Preisfrage ist, wie macht man das am besten? Und da gibt es ein klassisches Statement. Success belongs to organizations, groups and individuals who are resilient in the sense that they recognize, adapt to and absorb variations, changes, disturbances, disruptions and surprises, especially disruptions that fall outside of the set of disturbances the system is designed to handle. Der Schlüssel hier ist also die Fähigkeit, sich auf neue Herausforderungen, auf neue Umstände anzupassen, die erstmal analysieren zu können, anerkennen zu können, dass man sich anpassen kann im Rahmen der Organisation, dass man aber auch Veränderungen, die ja zum Teil auch gesetzlicher Natur sind, dass man sich auf Disturbances wie zum Beispiel Naturkatastrophen einstellt oder Disruptions, die eben quasi katastrophale Ereignisse darstellen. Wenn man in der Lage ist, damit in einer angemessenen Art und Weise umzugehen, dann wird man Erfolg haben. Und das ist eben der Ansatz des agilen Managements, dass genau diese Veränderung in den Blick nimmt. Beim agilen Management geht es nicht darum, einen Managementansatz durch einen anderen zu ersetzen, also nicht klassische hierarchische Managementansätze, wie sie in großen Organisationen wie Universitäten oder Konzernen üblich sind, einfach abzuschaffen und sagen, wir machen alles anders, sondern es geht darum, diesen bestehenden Ansatz, das bestehende Geschäftsmodell, die bestehende Organisationsweise zu ergänzen, die hierarchische durch eine horizontale Betrachtungsweise, die es eben erlaubt, flexibel auf Anpassungen zu reagieren und gleichzeitig eben Kontinuität zu erlauben. Da habe ich diesen wunderschönen Begriff Wandlungselastizität gefunden. Das ist, glaube ich, erstmal mein Lieblingswort geworden. Also, es geht darum, Anpassungsfähigkeit herauszubilden und es geht darum, dass wir Organisationen, wir wollten ja das Fachdeutsch als Fremdsprache, das keine richtige Organisation ist, aber eine lose Organisation so aufzustellen, dass sie eben flexibel und effektiv und dynamisch auf Veränderungen reagieren kann. Es geht also darum, wandlungsaffine, veränderungsoffene Organisationen zu schaffen.
und dabei eben auch die Organisation selber in eine ständige Erneuerung zu versetzen, eine Kultur, ein Milieu für Veränderung schaffen und eben auch diese Idee, dass alles im Fluss ist, dass es sich verändern wird und verändern muss, eben in den Köpfen lebendig zu halten. Diese Folie, für die man, glaube ich, eine gute Brille braucht oder ein Opernglas, fasst das nochmal zusammen. Es gibt also die Herausforderung, dass Komplexität ständig größer wird, dass Volatilität dazu führt, dass man nicht so richtig planen und berechnen kann, dass nur Unsicherheit eine Konstante ist, mit der man leben und arbeiten muss, dass nur Wandel beständig ist in dieser fussy, messy world, dass Wandel zum einen sozusagen evolutionär ist, also aus den bestehenden Systemen heraus passiert im Zuge von einer geplanten Organisationsentwicklung, dass es aber trotzdem eben radikale Ereignisse gibt, die alles auf den Kopf stellen und auf die man auch angemessen reagieren muss. Und dass ja der Wettbewerb entfesselt ist, also das ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen viel Business-Sprech, aber ja, auf jeden Fall gibt es mehr Faktoren, die wir bei unserer Tätigkeit berücksichtigen müssen. Wie geht man darauf ein? Um Wandel zu begleiten, braucht man eben einen Ansatz, um sowohl das Evolutionäre, das Geordnete ebenso zu begleiten, wie in der Lage zu sein, auf diese Schocks, die wir eben auch immer antreffen, reagieren zu können. Das, was da ist, bestehende Geschäftsmodelle, das, was wir gut können, das, was wir bisher gekauft haben, verkauft haben, im weitesten Sinne, das muss permanent erneuert und weiterentwickelt werden, weil wir bisher damit ja gut gefahren sind. Ja, es muss aber eben an die neuen Situationen angepasst werden. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass man Komplexität in diesem Paradigma nicht dadurch begegnen kann, dass man die Dinge einfacher macht, also nicht zum Beispiel irgendwelche simplizistischen mechanistischen Modelle verfällt, sondern dass man versucht, Komplexität durch Komplexität zu begegnen und auf diese Weise eben dynamische Systeme schafft, um auf Krisen und Schocks zu reagieren. Dann die Unsicherheit, also dass man mit der Idee aufräumt, dass man Unsicherheit überhaupt aus dem Weg schaffen kann. Man muss Unsicherheit einfach in diesem Paradigma akzeptieren und versuchen, einfach durch kluge Mechanismen gegenzusteuern. Das gelingt dadurch, dass man Unternehmen oder Organisationseinheiten auf den Wandel vorbereitet und eben sowohl das Bestehende als Grundlage nimmt für die Weiterentwicklung, wie fit macht für das neue Mann, für den Wandel. Es gibt hier wiederum 5 Aspekte des agilen Managements, die man bearbeiten kann, um Organisationseinheiten fit zu machen für den Wandel, und zwar Umweltvernetzung. Da geht es darum, dass man die eigene Einheit mit möglichst vielen externen Akteuren ins Gespräch bringt, dass man sie in Kontakt bringt, dass man mit Externen an gemeinsamen Lösungen arbeitet. Das zweite Element ist die interne Vernetzung, das heißt, dass man alle Akteure, die innerhalb der Organisation sind, bei uns, die im Fach sind, zusammenbringt und Kommunikationswege schafft, Kooperationsformen schafft, um eben die Probleme anzugehen. Das dritte Handlungsfeld ist das Management von Kontingenz. Kontingenz heißt also, dass man in diesen komplexen, unvorhersehbaren Kontexten Entscheidungen treffen muss, von denen man auch nicht sicher sein kann, dass sie die richtigen sind. Und dafür braucht man eben auch bestimmte Techniken und Entscheidungswege. Dann das vierte Element, um eine Kultur des Wandels herbeizuführen, ist Temporalisierung.
Das heißt, alles, was gemacht wird, wird in irgendeiner Form zeitlich befristet. Es wird nichts auf die Ewigkeit hin angelegt. Und dann das fünfte Element ist eigentlich ein Element der Kultur. Es wird als Heterarchie bezeichnet. Hier geht es um das Recht und die Pflicht aller Leute, die irgendetwas zur Lösung eines Problems oder zur Adressierung einer Krise beitragen können, das eben zu tun. Diese fünf Handlungsfelder gibt es und die würde ich jetzt gleich im nächsten Schritt gerne mal für das Fach Deutsch als Fremdsprache durchdeklinieren. Das bringt uns zu der Frage, wie sieht es denn mit der Krisenkompetenz des Fachs Deutsch als Fremd- und Zweitsprache aus? Und da habe ich mich gefragt, was kann das Fach denn überhaupt anbieten? Und ich glaube, das Fach kann da eine Menge anbieten. Das Fach Deutsch als Fremdsprache hat in seiner DNA zwei Strukturmomente, die es, glaube ich, für Krisen prädisponieren. Zum einen haben wir diese strukturelle Fremdheit eingebaut. Also wir beschäftigen uns wissenschaftlich ja immer mit dem Deutschen als fremder Sprache oder dem Deutschen als fremder Kultur im weitesten Sinne. Aber wir gucken immer alles unter der Brille des Fremden an. Und das macht uns, glaube ich, eigentlich schon, bereitet uns sehr gut vor, mit dem Unbekannten, mit dem Komplexen, mit Fremdartigem umzugehen. Das zweite Moment ist eine strukturelle Anwendungsorientierung. Das heißt, wir betreiben die Beschäftigung mit der Linguistik, mit der Morphosyntax, mit der Lexik des Deutschen nicht als Selbstzweck, sondern wir machen das immer, um das unseren Lernerinnen und Lernern möglichst schmerzlos und erfolgreich beizubringen. Das heißt, wir haben eigentlich in der DNA unseres Fachs immer schon den Anspruch mit drin, bestimmte praktische Probleme zu lösen. Und wenn man praktische Probleme lösen kann, dann hat man schon mal einen guten Schritt dahin getan, um eben auch Krisen zu lösen. Ein drittes Element ist, wir haben eigentlich wirklich auch schon ganz schön viel Erfahrung bei der Bewältigung von Krisen. Ich glaube, 2015 können wir alle stolz sein, wie wir die erste Flüchtlingskrise bewältigt haben. Mein Eindruck ist auch, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Sprachen sehr schnell, effektiv und dynamisch auf die Lockdown-Situationen reagieren konnten und trotzdem gute, qualitativ hochwertige Lehre anbieten können. Und ich glaube auch, dass im Fach sehr, sehr verbreitet ist, die Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, die ich bei ganz vielen Akteuren sehe, die jetzt auch weit über den Bereich der universitären DAF-DAZ-Lehre hinausgehen. Wir haben auch extrem viel Expertise. Wir haben Fachleute für Sprache, für Linguistik, für Kultur, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, für die Vermittlung dieser Gegenstände. Wir haben Experten für Integration. Wir haben Leute, die Lernbedarfe erheben können. Wir haben Experten für Diagnostik. Wir haben eine tolle Lehrwerk- und Verlagslandschaft. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit digitalem Lernen und Lernen beschäftigen. Wir haben Leute, die sozusagen aus dem Management von Bildung, Bildungsprozessen auch in staatlichen Organisationen wie Behörden und Ministerien sich mit solchen Dingen beschäftigen. Auch das ist ein riesiges Pfund, mit dem wir wuchern können. Bei allen Krisen habe ich auch eigentlich immer viel Enthusiasmus, Engagement und Resilienz bemerkt. Manchmal ist es wirklich rührend zu sehen, mit wie viel Leidenschaft und Leidensbereitschaft Kolleginnen und Kollegen versucht haben, Gutes zu tun in diesen Krisen. Und dann haben wir eben auch eine hervorragende Infrastruktur. Wir haben Behörden, Ämter, Ministerien, die sich sehr engagiert und problemorientiert mit solchen Fragen beschäftigen. Wir haben eine tolle Trägerlandschaft. Wir haben sehr engagierte, effektive, professionelle Mittlerorganisationen,
die Verlage, Schulen und Lehrkräfte, hatte ich schon erwähnt. Also summa summarum, ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel auf der Aktivseite, was potenziell dazu führen sollte, dass wir auf Krisen gut reagieren können, dass wir Antworten finden können, dass wir Lösungen finden können. Jetzt können wir natürlich bestimmte Krisen nicht lösen, also die Gaskrise werden wir nicht lösen und auch die Klimakrise nicht. Aber welche Krisen können das sein? Ich glaube, es geht vor allem um Krisen, bei denen es um Migration geht, um Zuwanderung, um eben den Menschen, die hierher kommen, die Teilhabe an Gesellschaft, an Bildung und am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das wäre sozusagen die DATS-Perspektive, und da haben wir ja wirklich in den vergangenen 10 Jahren enorme Migrationsbewegungen nach Deutschland erlebt, und da sind wir ja auch noch nicht fertig, Antworten zu finden. Ich möchte aber natürlich die DAF-Perspektive auch hier nicht ausblenden, wo es um die Vermittlung von Sprache, Kultur und Werten im Ausland geht, und zwar eben besonders dann, wenn wir es mit illiberalen Gesellschaften zu tun haben, die in letzter Zeit ja immer mehr werden, und wo es eben darum geht, auch Werte zu vermitteln, um eben offene Freiheit und freiheitliche Gesellschaften zu ermöglichen. Weiterer Punkt wäre, wir kennen uns einfach super mit Texten aus. Wir kennen uns damit aus, wie man Texte versteht und Texte vermittelt. Also diese hermeneutische Kompetenz halte ich auch wirklich für ein Kernelement von unserem Verständnis, so dass ich insgesamt sagen würde, immer da, wo es um Migration nach Deutschland oder aus Deutschland heraus geht, um Bildungsthemen, und egal, ob diese Migration jetzt wirtschaftliche Ursachen hat, ob sie politische Ursachen hat, wie jetzt die Ukraine-Krise, demografisch, weil wir einfach mehr Fachkräfte brauchen, oder umweltbedingt. Man geht ja auch davon aus, dass es klimabedingte Migration nach Europa geben wird. Egal, warum es Migration gibt. Wenn es darum geht, dann sollte man an uns denken und nicht zwingend erstmal an Soziologen oder Politologen. So, ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen überzeugt, dass wir eigentlich schon ganz schön gut sind und dass wir zumindest für bestimmte Probleme Lösungen beisteuern können. Was müssen wir jetzt aber tun? Das eine Punkt ist, wir müssen vielleicht auch ein bisschen unser, man sagt auf Neudeutsch, Mindset ändern, also unsere Haltung, unsere Erwartungen, Wertehaltungen. Hier wäre aus dem agilen Management heraus der Ansatz Fokus auf die Zielgruppe. Wir müssen viel, viel stärker uns noch Gedanken darüber machen, was sind das denn für Leute und was brauchen die sprachlich oder psychologisch. Und eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein, aber solange es immer noch Gremien und Kommissionen gibt, wo Lehrende der Kurse nicht vertreten sind, die in mehreren 100.000 Stückzahlen pro Jahr gemacht werden, oder wo auch keine Lerner drin sind, oder wo sich in diesen Kommissionen wahrscheinlich höchstens 5% mal in den letzten 8 Wochen mit einem Vertreter der Zielgruppe getroffen hat. Das wäre nicht mein Verständnis davon, so nah am Problem zu sein, um wirklich gute Lösungen zu finden. Das zweite ist, gemeinsame Ziele zu definieren. Bei den Krisen, die wir bisher bewältigt haben, hatte ich den Eindruck, es gab viele so Pop-up-Initiativen, da sind Dinge aus dem Boden geschossen. Viele haben Dinge gemacht, die sie lokal halt gut konnten, aber diese Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Strategie hat mir da gefehlt. Weiteres Prinzip wäre gemeinsame Ownership, sorry für den Business-Sprech. Ownership heißt, alle fühlen sich zuständig und verantwortlich und stolz darauf, dass sie tun. Das ist, glaube ich, nicht so sehr unser Problem. Positive Grundhaltung wäre ein Punkt, also die Erwartung, dass man durch das gemeinsame Handeln eben die Probleme lösen kann. Fehlertoleranz
Das ist auch ein Punkt, der Lehrern manchmal, Lehrerinnen und Lehrern manchmal schwerfällt. Aber das eben Grundprinzip der Arbeit in Organisationen ist, man möchte ja, also man muss manchmal Entscheidungen treffen und manchmal ist eine Entscheidung falsch, egal welche man trifft. Sie ist manchmal einfach nur nicht die richtige Entscheidung, sondern die weniger falsche. Und das braucht eben auch so eine Grundkultur der Fehlertoleranz. Weiterhin die Bereitschaft des permanenten Lernens, denn nur dann kann man sich natürlich an neue Herausforderungen anpassen. Ein Bewusstsein für Qualität, also immer die Frage im Hintergrund, was wir hier tun, führt das wirklich dazu bei, eine qualitativ hochwertige Lösung zu führen? Und da sehe ich in vielen Bereichen auch noch durchaus enormen Verbesserungsbedarf, denn wir wissen nicht immer gut genug, ob das, was wir tun, am Ende die Ergebnisse bringt, die wir damit intendiert haben. Und dann Teamorientierung wäre ein weiterer Punkt, dass man eben weggeht von stark hierarchischen Systemen, sondern eben auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Jeder, der was beisteuern kann, tut das auf Augenhöhe. Das wäre also der Punkt Veränderung der Einstellung, des Mindset. Und ich gehe jetzt diese fünf Punkte des agilen Managements durch, um eben zu gucken, was können wir als Fach tun. Und da wäre aus meiner Sicht erstens ganz wichtig, dass wir uns stärker Gedanken machen über die Bedarfe der Zielgruppe. Ja, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was sind das für Leute, was haben die für Bildungshintergründe, was haben die möglicherweise für persönliche Notlagen, welche sprachlichen Bedarfe haben die, was bedeutet gesellschaftliche Integration, wie sind die sozialen Bindungen in dieser Gruppe und Stichwort Bedarfserhebung. Die Bundesrepublik Deutschland gibt jährlich Milliarden von Geld für studienbezogene Deutschförderung aus. Bisher hat sich kein Mensch auch nur einmal Gedanken darüber gemacht, welches denn die sprachlichen Anforderungen für so eines Studiums sind. Ich übertreibe ein bisschen. Natürlich machen sich Menschen Gedanken darüber, aber es gibt kein verbindliches Dokument, was diese Kompetenzen einfach mal im Gesamtzusammenhang und gemäß dem Referenzrahmen ausbuchstabiert. Ja, das wäre für mich so ein Punkt, wo es darum geht, stärker die Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Natürlich geht es auch darum, Netzwerke zwischen Fach- und Stakeholdern aufzubringen. Also natürlich kennt jeder von uns irgendeinen Bundestagsabgeordneten oder ist in irgendeinem Gremium oder irgendeiner Kommission drin oder in einem Verein oder gibt viele tolle Sachen, aber es gibt trotzdem nicht wirklich so eine einheitliche Struktur, dass man sagen könnte, das ist ein Netzwerk, das ist emergent, was wir im Moment haben. Ich glaube auch, dass es gut wäre, gemeinschaftliche Konzepte zu haben für die Akquise von Mitteln. Und ganz wichtig, wenn wir der Öffentlichkeit, der Gesellschaft vermitteln wollen, dass wir Krisenkompetenz haben, dann müssen wir das kommunizieren und das müssen wir strategisch kommunizieren. Der FADAF hat da schon viel in die Richtung gemacht, hat zum Beispiel einen Presseverteiler aufgebaut, aber im Grunde genommen bräuchte man da auch ein einheitliches System. Der letzte Punkt, ja gut, Kommunikationsinfrastruktur ist auch, denke ich, klar. Ein weiterer interessanter Gedanke hier ist die Messung der Vernetzungsintensität und Qualität, dass man hier einfach empirisch versucht zu erfassen oder zumindest ansatzweise empirisch, wie gut sind wir denn vernetzt? Ja, man muss diese Vernetzung sichtbar machen, um sie dann auch strategisch nutzen zu können. Binnenvernetzung, da geht es um das Fach selber erstmal. Wir wissen eigentlich nicht so ganz genau, wer im Fach was macht und welche Kompetenz hat. Auch das müsste man irgendwie eigentlich mal zentral zusammenführen, um dann eben auch ganz gezielt auf diese Expertise und Kompetenz zugreifen zu können. Natürlich wäre es da auch wichtig, entsprechende Netzwerke und Kommunikationswege aufzubauen. Ich glaube, da sind wir schon auf gutem Weg. Diese Tagung ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber meine Argumentation ist eigentlich mehr, dass wir versuchen, diese Vernetzung tatsächlich als strategische Aufgabe anzugehen.
um dann eben ganz gezielt agieren zu können. Wie gehen wir mit Unsicherheit um? Wie leben und arbeiten wir damit? Es geht ja um das Management in dieser VUCA-Welt. Und da geht es eigentlich darum, dass wir mit Black Swan-Ereignissen rechnen müssen als Fach. Das heißt, mit Ereignissen, die sehr selten und sehr schlimm sind. Und zwei haben uns in den letzten 3 Jahren getroffen. Und wir sollten uns halt nicht als Grundhaltung annehmen, es wird schon wieder gut gehen, sondern wir müssen eigentlich da strukturell darauf aufgestellt sein, dass sowas passieren kann. Ich glaube, wir brauchen auch eine gute Systematik, wie Handlungsoptionen erarbeitet werden können, dass wir aber auch messen, wie die Folgen unseres Handelns sind, sprich Evaluation. Wir müssen Strukturen schaffen, um Schnelligkeit, Dynamik und Flexibilität zu ermöglichen, auch Experimentierräume zu ermöglichen. Das hat sehr viel, glaube ich, auch mit neuen Formen zu tun, wie man Lernen und Lernen oder Expertenaustausch organisiert. Und das hat sehr viel natürlich auch mit Digitalisierung zu tun, um dynamischer, schneller und effektiver zu werden. Temporalität, hier geht es darum, dass eben alles, was man tut, revidierbar und renovierbar ist, dass man also sozusagen immer ein natürliches Verfallsdatum in alles, was man macht, auch in Kommissionen, in Strukturen, Organisationsweisen mit einbaut. Ich bin in einer Kommission drin, da ist ein Kollege, glaube ich, schon seit 20, 25 Jahren drin. Ich glaube nicht, dass das ein guter Ansatz ist, um sich auf Veränderungen einzustellen. Ja, also auch das wäre so ein Punkt, dass man eben alles, was man tut, daraufhin auslegt, dass man personellen Wechsel macht, dass man neue Ideen gibt, dass man frische Gesichter sieht, die dann eben auch neue Ideen mit einbringen. Dann der letzte Punkt wäre, hierarchische Organisationsformen können schlecht mit Komplexität umgehen. Hierarchische Organisationsformen in Konzernen oder Behörden mit langen Entscheidungswegen führen halt dazu, dass Dinge lange dauern, dass viel Abstimmung erforderlich ist, dass sich Menschen nicht zuständig fühlen. Und deshalb soll dieser hierarchische Ansatz nicht ersetzt, sondern ergänzt werden durch diesen heterarchischen Ansatz als Organisationsprinzip, wo so eine zweite Welt neben der hierarchischen Welt steht, wo eben jeder, der irgendwas dazu sagen kann, der kompetent ist, Verantwortung übernimmt und eben selbsttätig dann Aufgaben übernimmt. Dazu gehört aber auch, dass man selber weiß, was man kann, was man nicht kann und dass man bereit ist, eben Kompetenzlücken auch zu schließen. Da sind wir im Bereich der persönlichen und professionellen Weiterentwicklung. Entsprechende Angebote müssten wir als Fach natürlich auch vorhalten und wir müssten auch Kommunikationsformen und Kommunikationsweisen entwickeln, die eben so eine Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht. Das ganz grob, wie dieser agile Ansatz im Fach wirksam werden kann. Und ich gehe jetzt ganz kurz zum Schluss nochmal auf sehr kursorisch darauf ein, was man jetzt in der Ukraine-Krise tun kann. Wir hatten Stand 23.8. knapp 1 Million zugewanderte Geflüchtete aus der Ukraine, von denen 84% Frauen sind und 58% von denen nochmal mit Kindern, Durchschnittsalter 38 Jahre. Und interessanterweise 92% waren schon berufstätig oder in Ausbildung und knapp die Hälfte wollen in Deutschland bleiben. Interessant auch, ein sehr hohes Bildungsniveau. Fast 50% dieser Population hat einen Hochschulabschluss in akademischen, technischen oder medizinischen Berufen. Wenn ich die Arbeitsagentur wäre, würde ich, glaube ich, bei dieser
bei diesen demografischen Parametern leuchtende Augen kriegen unter dem Stichwort Fachkräftezuwanderung. Was haben diese Leute für Probleme? Sie können nicht gut Deutsch, surprise, surprise. Und sie haben außerdem Probleme mit der Anerkennung ihrer ausländischen Abschlüsse. Zum Teil dauert das ewig, bis man mal endlich hier arbeiten darf. Hinzu kommt dann oft noch eine traumatische Lebenssituation. Das wären also die Leute, mit denen wir es hier zu tun haben. Man müsste natürlich viel mehr ins Detail gehen, um hier jetzt diese Zielgruppe ganz spezifisch zu adressieren. Was könnten die Zielsetzungen des Fachs sein? Natürlich gesellschaftliche Teilhabe, aber natürlich auch Bildungsteilhabe, also sprich Beschulung, Ausbildung, Studium, berufliche Fort- und Weiterbildung, aber natürlich auch die Teilhabe am Arbeitsmarkt und Gewinnung von Fachkräften. Diese Ziele alle nicht sonderlich erstaunlich, aber im Grunde genommen sind das die Daueraufgaben, mit denen wir es als Fach auch immer wieder zu tun haben und wo wir unsere Kompetenzen in den Ring werfen können. Ich denke, um als Fach jetzt wirklich ganz konkret gute Sachen machen zu können, müssen wir viel, viel näher ran an diese Leute, die ich gerade grob skizziert habe. Ich denke, wir müssen mehr Interviews führen, wir müssen Fokusgruppen mit diesen Geflüchteten führen. Wir sollten mit unter dem Stichwort Umweltvernetzung mit den Leuten, die diese Leute betreuen, reden, also sprich mit Kindergärten, mit den Erstaufnahmeeinrichtungen, mit den Schulen, mit den Trägern, die Bildungsangebote machen, mit Betrieben, die aufgenommen haben, vielleicht auch mit Psychologen, die eine Betreuungsleistung erbringen. Ich glaube, wir brauchen auch unter dem Stichwort Umweltvernetzung viel, viel mehr Austausch zwischen den Leuten, die irgendwas damit zu tun haben. Mir sind jetzt hier auch nur so ein paar Akteure eingefallen, wie Verbände, Wohlfahrtsverbände, Bildungsverbände, Verlage, natürlich das BAMF, die Arbeitsagentur, die Ausländerbehörden, das Innenministerium, das Arbeitsministerium, Kommunen und Länder. Es gibt natürlich auch Austausch, es ist nicht so, dass da nichts ist, aber mein Punkt an dieser Stelle ist, es ist halt kein strategischer, gesteuerter Austausch und wir könnten sehr, sehr viel erreichen, wenn wir erstmal alle relevanten Akteure an den Tisch bringen und eben genauer die spezifischen Bedarf und Bedürfnisse der Geflüchteten adressieren. Dann müssen wir natürlich auch nach außen viel offensiver tragen, welche Krisenkompetenz als Fach wir haben, was wir anbieten können. Und es geht natürlich auch darum, dass wir unsere Kompetenzen interdisziplinär mit externen Akteuren erweitern, also dass wir in einen produktiven Dialog treten mit verwandten Disziplinen wie der Soziologie, der Psychologie, der Politologie, der Medizin, Regionalwissenschaften und vielen anderen. Und dann mein Punkt wäre hier, noch ein System zu errichten, mit dem wir sagen können, wir sind so und so vernetzt und so können wir uns noch weiter vernetzen. Also nicht einfach nur treffen und danach gehen wir alle nach Hause, sondern etwas Dokumentierbares, Berichtbares schaffen. Binnenvernetzung, auch da geht es aus meiner Sicht erstmal darum, zu verstehen, was können wir, welche Kompetenzen haben wir und wie können wir das weitergeben. Akteure wären hier Institute, Lehrstühle, Studiengangleitungen, Studiengänge, aber natürlich auch Studienkollegs sind ganz wichtige Akteure und Sprachschulen, Verbände. Dann geht es darum, diese vorhandene Kompetenz irgendwie systematisch zugänglich und sichtbar zu machen. Andernfalls kann man nicht systematisch darauf zugreifen, dann ist es einfach nur ad hoc, was aber dann dieser Idee eines Managementansatzes zuwiderläuft. Austauschformate, es wäre sicherlich gut, auch mal eine Fachtagung speziell zu diesem Thema zu organisieren, Forschungsbedarfe zu erheben und eben dann auch Fortbildungsbedarfe zu erheben, um zu wissen, wie wir uns als Fach strategisch weiterentwickeln. Ich hatte gestern Abend ein sehr schönes Gespräch und da war auch ein Gedanke, wir
machen uns eigentlich viel zu wenig Gedanken, in welchen politischen Kontexten wir auch als Fach stehen und welche Wirksamkeit wir erwarten. Also gerade zur Arbeit mit liberalen Kontexten wäre das zum Beispiel sicherlich eine wichtige Voraussetzung. Kontingenzmanagement, also wie gehen wir mit diesen unklaren Situationen um, wie richten wir uns darauf ein? Das erste wäre, klare Zielstellungen entwickeln. Ich hatte vorhin schon gesagt, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber oft haben wir selber keine klare Zielstellung und die Akteure arbeiten alle so vor sich hin. Am Ende kommt irgendwas raus, aber es hätte unterm Strich vielleicht noch besser sein können. Ich denke auch, es wäre toll, wenn wir in unsere Studiengänge spezielle Krisenkompetenzmodule einbauen könnten. Zum Beispiel Module, wo falsch anhand von Fallstudien geübt wird, wie man eben speziell auf solche unvorhersehbaren Ereignisse reagieren könnte. Das kann man natürlich jetzt nicht ad hoc machen, aber das wäre vielleicht mal ein Gedanke, den es sich lohnen würde, weiter zu verfolgen. Wir brauchen außerdem Strukturen, um eben ganz schnell Probleme zu erkennen und Lösungsoptionen zu entwickeln. Also Probleme realisieren, Lösungsstrategien entwickeln und dann gucken, ob die Lösungsstrategien gut funktioniert haben. Und dann eben auch zu messen, ob das funktioniert hat. Das wären Möglichkeiten wie Thinktanks, dezentrale Kompetenznetzwerke, Communities of Practice. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so diese Programmiererwelt kennt. Also wenn man da irgendwie hat so eine Meldung, ich habe hier Fehlermeldung 143, schwerer Ausnahmefehler, dann kann man da in so ein Forum reingehen, schreiben, wer hat das auch, und dann kommen innerhalb von 3 Sekunden schon irgendwelche Antworten. So ähnlich stelle ich mir das eigentlich für unser Fach vor. Das wäre toll, wenn wir solche schnellen, dynamischen, effektiven, hilfreichen Kommunikationsstrukturen entwickeln können. Ich hatte vorhin schon gesagt, vieles davon kriegt man, glaube ich, mit Digitalem hin. Weiterer Punkt, Resilienztraining. Wir haben es oft mit sehr, sehr schweren Situationen, mit schweren persönlichen Schicksalen zu tun. Wir haben zum Teil traumatisierende Lernende. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat da eine ganz wunderbare Fortbildung dazu entwickelt, das finde ich sehr gut, aber ich glaube, wir bräuchten dieses Resilienztraining auch für uns. Ja, also wir müssen eben auch sozusagen nicht zerbrechen an der Last dessen, was wir tun und leisten, und die letzten 3 Jahre haben, glaube ich, gezeigt, dass das auch nicht alles so trivial und ein Klacks war. Dann Punkt wäre noch, ein Instrument schaffen zur Messung von Handlungsfolgen, also dass man wirklich sicher sein kann, wenn man Hunderttausende oder Millionen oder in manchen Fällen sogar Milliarden für Deutschlernprogramme oder Integrationen ausgibt, was bringt denn das? Und Herr Bening nickt gerade so ein bisschen. Wir wissen bis heute nicht wirklich genau, was in den Integrationskursen passiert. Wir wissen natürlich einiges über Effektivität und Verbleib und Erfolgsperspektiven, aber wenn es darum geht, Deutschkompetenz aufzubauen, wäre sicher eine wichtige Frage, was sind denn die Faktoren, die sich didaktisch positiv darauf auswirken? Das jetzt nur mal als kleines Beispiel, ich will auch kein Bashing jetzt betreiben, weil der Punkt ist, wir wissen oft nicht gut genug, wie gut wir sind oder ob die Maßnahmen, die wir getroffen haben, für die wir uns entschieden, die Erfolge gezeitigt haben. Dann Punkt wäre auch Erfahrungssicherung. Wir bräuchten irgendwelche Mechanismen, mit denen wir systematisch aus dem lernen, was wir gemacht haben, und das dann nutzen können für vergleichbare Situationen. Das hier ist, gehe ich ganz schnell durch, das ist nicht so spannend, Temporalitätsmanagement. Ich glaube, es macht gut, es steht uns gut an, wenn wir mehr rotieren in Kommissionen und Gremien, wenn wir auch unsere Projekte und Arbeitsgruppen befristen und vor allem, wenn wir unsere Kommunikation schneller, dynamischer und effektiver machen, indem wir eben digitale Medien und neue Tools nutzen, um unsere Kommunikation zu optimieren. Und dann, um besser auf Augenhöhe zu arbeiten. Das ist so ein bisschen auch ein Kulturaspekt, aber ich glaube, wir müssen einfach viel mehr wirklich alle Leute einbinden in Entscheidungen und Ergebnisse. Ich denke, es ist auch wichtig, in den maßgeblichen
Gremien wirklich nicht nur Lehrende, sondern in dem Fall auch Geflüchtete mit drin zu haben, auch die Aufnahmeeinrichtungen, um mehr zu wissen. Ich persönlich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht mit der Rotation bei der Leitung von Sitzungen. Also wenn es nicht immer nur einen großen Vorsitzenden gibt, sondern jeder ist mal großer Vorsitzender, das führt wirklich zu viel mehr auf Augenhöhe. Vielleicht macht es auch Sinn, andere Formen von Zusammenarbeit auszuprobieren, zu experimentieren, also mit so Formaten wie Walk and Talk. Und gerade wenn man eben dynamisch sein will, wenn man auf dynamische Veränderungen reagieren will, denke ich, steht es einem gut an, einfach da ein bisschen mehr auszuprobieren, ein bisschen mehr Experimentierfreude zu zeigen, dass man auch Entscheidungen, Ergebnisse ganz transparent und zeitnah kommuniziert. Das ist auch nicht immer der Fall und mit Sicherheit kein böser Wille, aber ein Ergebnis von bestehenden hierarchischen Kommunikationsstrukturen. Verantwortungskultur Gemeinschaftsbeteiligten, weil allen Beteiligten ist, glaube ich, schon gut vorhanden. Wichtig wäre dann auch, neue Fortbildungsangebote und Maßnahmen aufzusetzen. Und eine Sache habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern im Spiegel gelesen. Irgendein Ministerium denkt nach über die Einführung eines sokratischen Eids für Lehrer, analog zum hippokratischen Eid für die Ärzte. Ich fand die Idee, die hat schon irgendwie ein bisschen Charme, musste sich ja noch ein bisschen mehr nachdenken, aber vielleicht würde das tatsächlich noch ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein und auch das Verantwortungsgefühl und das Entscheidungsfreude befördern. Damit bin ich fast fertig. Ich komme nur ganz kurz zum Fazit. Gesellschaften sind Krisengesellschaften. Krise ist nichts Besonderes. Wir müssen damit leben. Wir müssen mit diesen Grundkonstanten der Komplexität und Veränderung leben. Ich glaube, wir haben als Fach eine wirklich einzigartige, aber noch nicht voll ausgeschöpfte Krisenkompetenz. Und jetzt besteht aus meiner Sicht die Herausforderung darin, dass wir eben das, was wir alles an Ressourcen, Kompetenzen, Expertise haben, zentral bündeln. Es ist ja sicherlich bei einigen Kolleginnen und Kollegen bekannt, dass ich ein großer Fußballfan bin von einem dieser synthetischen Retortenclubs aus dem Osten. Und ich stelle mir das so vor, unser Fach, wie ein hochqualifizierter Kader. Ja, wir haben Leute, die haben Extremen, die können ganz tolle Tore schießen, wenn sie einen guten Tag haben. Und wir haben Leute, die können verteidigen. Und wir haben Strategen und wir haben gute Physio-Teams und so weiter und so weiter. Aber jetzt geht es darum, alles eben sozusagen aufs Gewinnen zu bringen. Und dazu braucht man eben einen strategischen Ansatz. Und das ist die Herausforderung, vor der wir heute stehen. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir halt Veränderungen in unser Denken integrieren und als Grundhaltung annehmen. Damit wäre ich am Ende. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen oder Kommentare oder Proteste. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen sehr kompakten, anregenden und einsichtsreichen Vortrag. Ich kann mir vorstellen, dass es die eine oder andere Anmerkung gibt, Kommentar, Feedback, Frage. Wir haben aber nicht so viel Zeit. Wir möchten nämlich pünktlich in die Pause gehen, denn die ist ja nur 15 Minuten lang, bevor es dann mit dem Programm weitergeht. Aber ich würde es trotzdem Ihnen ermöglichen wollen, den einen oder anderen Kommentar loszuwerden. Ola, bitteschön. Gibt es Fragen? Gibt es Kommentare? Da meldet sich jemand? Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Vortrag, der zumindest mir als Praktikerin aus der Seele gesprochen hat. Christiane Carstensen vom Berufsverband für Integrations- und Berufssprachkurse. Und einen Impuls würde ich gerne noch mit reingeben, den ich aus der Praxis mitbringe, dass wir nicht nur diese Fragen im Fach diskutieren dürfen, sondern bei uns sind in der Praxis viele Lehrkräfte, die als Quereinsteiger dabei sind. Und da würde ich mich auch noch freuen, wenn das Fach drüber nachdenkt, wie man da nochmal in die...
schon auch angefangen. Aber was man da noch mal so mitdenken könnte, wie der Tag da Ja, ich denke, natürlich gehören auch Quereinsteiger in das Fach mit rein. Das wäre ein wichtiger Aspekt der Binnenvernetzung. Also die Frage, wie können wir zum Beispiel auch solche Kolleginnen und Kollegen eben noch weiter qualifizieren und auf ihre Anforderungen gezielt vorbereiten? Jan Weingärtner, Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung. Ich habe nur einen kleinen Kommentar und würde gerne zur Ehrenrettung meiner eigenen Organisation und auch des DAAD vielleicht doch anbringen, dass wir einiges darauf aufwenden, unsere Zielgruppe tatsächlich kennenzulernen und da genauer drauf zu schauen, was eigentlich die Bedarfe sind. Wir haben eine doppelte Zielgruppe, das sind einmal die internationalen Studieninteressierten und zum anderen die Universitäten, die ja auch eine möglichst passgenaue Vorbereitung auf ihre universitären Kurse brauchen. Und wir verwenden doch einige Zeit und einigen Aufwand darauf, tatsächlich von beiden Seiten die Bedarfe abzurufen. Jetzt weiß ich, Privatempirie ist selten eine sichere Grundlage für allgemeine Aussagen, aber ich wollte doch gerne sagen, so ganz allgemein, dass wir nicht wissen, was wir tun und an wen wir uns wenden, das konnte ich so nicht ganz stehen lassen und da weiß ich auch den DAAD als Partner in der ganzen Angelegenheit ganz nah an der Seite, die ähnliche Aufwände betreiben. Also das nur, es gibt solche Fälle, ich kann das nur empfehlen, das tatsächlich zu tun, insofern stimme ich Ihnen da völlig zu, nur die allgemeine Aussage, wir kennen unsere Zielgruppe nicht und wir wissen nicht, wie wir uns darauf einstellen, da wollte ich doch zumindest pro domo und auch in dem Fall für einen engen Partner an der Stelle ein wenig die Lanze brechen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich war vielleicht etwas pauschal in meinen Aussagen, aber mein Anliegen ist jetzt auch nicht, einzelne Initiativen aus dem Blick zu nehmen oder nicht zu würdigen, sondern generell das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir viel stärker uns mit den Zielgruppen vertraut machen müssen. Und das muss jedes einzelne Sprachschule, das muss jede einzelne, ja, auf allen unterschiedlichen Ebenen muss das passieren. Es gibt, also um auch ein anderes positives Beispiel zu nennen, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat, als es die neuen Deutschtests für den Beruf ausgeschrieben hat, ja explizit auch verlangt, dass da ein Kompetenzmodell erstellt wird. Das wäre jetzt auch ein weiteres positives Beispiel, dass sowas passiert, aber es passiert eben noch nicht in der Breite und das war mein Anliegen. Wir müssen leider zum Ende kommen. Vielen herzlichen Dank für den Vortrag, für die Fragen. Ich glaube, es gibt eine Menge Anregungen, eine Menge Möglichkeiten in den Augen, zwischendurch darüber zu sprechen, was hier so, welche bunten Finger gelegt worden sind, welche Anregungen formuliert worden sind. Ich glaube auch, was für uns alle als Fach tatsächlich, das fand ich sehr schön, trotz der allgemeinen Stimmung des Vortrags am Anfang, dass wir eben tatsächlich diese Resilienz, diese Flexibilität, diese permanente Bereitschaft weiterzulernen, dass wir das tatsächlich in unserem Leben haben. Das haben wir bereits. Und insofern glaube ich, dass wir gut gewappnet sind für das, was wir wissen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause und auch einen schönen restlichen Tag. Thank you.